Toni-Wipfhütchen-Wettbewerb eine riskante Idee ist. Du ruhst dich hier aus und ich sorge dafür, dass es dir bald besser geht. Oh weia, ich habe keine Häschenfußbandagen. Ich glaube, wir müssen Dr. Fauna einen Besuch abstatten. Ich war mir sicher, dass sie heute Sprechstunde hat. Hallo? Ist jemand da? Oh, Fluttershy? Oh, bin ich froh, dich zu sehen. Ich wünschte, ich könnte das auch sagen, aber deine Tür klemmt und ich kann dich gar nicht sehen. Ein Häschen an Auerpfötchen. Wir bandagieren es, dann kannst du wieder nach Hause. Ich würde ihn über Nacht hier behalten, aber wie du siehst, platzt meine Praxis gerade aus allen Nähten. Oh, ich glaube beim besten Willen nicht, dass ich auch nur noch ein Tier aufnehmen kann. Oh, wei. My little pony, my little pony. Von allem ganz viel, lieb und freundlich, zueinander sein. Und obendrein gibt's Zauberei. Eine herrliche Pony, deine allerbeste Freunde sein. Vielleicht einen Karottenlolli haben. Oh, ist in Ordnung. Ich glaube, die Ziegen haben sie eh alle gefressen. Ich kann nicht glauben, dass all diese armen Tierchen krank sind. Was ist denn passiert? Weiß ich auch nicht. Jeden Tag stehen mehr und mehr Tiere auf meiner Türschwelle. Die meisten haben nur kleine Beschwerden. Schnupfen, verletzte Flügel und sowas. Aber das Problem ist, selbst nachdem sie wieder gesund sind, wollen diese kuscheligen Tierchen einfach nicht mehr gehen. Oh, weia. Es sieht so aus, als würden sich die Tiere hier alle zu Hause fühlen. Aber wieso kommen sie überhaupt in Scharen in meine Praxis? Ach, das ergibt irgendwie keinen Sinn. Ach, sei nicht albern, Dr. Fauna. Du bist das beste Tierarztpony in Equestria. Das habe ich zumindest allen Ponys erzählt. Du hast was? Oh.